Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Cyberpunk 2077 Video ist heute für euch am Start. Und in diesem Video zeige ich euch eine extrem witzige Mechanik, die man durch Cyberware erreichen kann. Welche Cyberware das genau ist, gucken wir uns gleich an und was man dafür drücken muss auch. Aber zunächst einmal, diese Mobilität ist unglaublich und macht extrem viel Spaß. Habe ich in meinem letzten Stream schon ausgetestet. Und man springt einfach vom Stand aus 50 Meter weit und an den 15. Pylon oder sowas. Und anschließend zeige ich euch noch, wie man mit dieser gesteigerten Mobilität an einen sehr speziellen Ort kommen kann, nämlich Vs geheimen Apartment, das man normalerweise nur mit einem der verschiedenen Enden freischaltet, welche sage ich euch natürlich nicht, aber ja, das könnt ihr jetzt einfach schon so erreichen. Zunächst einmal braucht ihr aber zwei Dinge. Eine davon ist ziemlich teuer, nämlich die verstärkten Sehnen. Damit könnt ihr Doppelsprünge ausführen, ist also unbedingt notwendig, kostet allerdings auch 45.000 Credits. Ziemlich kostspielig die ganze Angelegenheit. Und dann braucht ihr noch Kerensikov, kostet glaube ich auch nochmal so 5.000. Und damit könnt ihr die Zeit verlangsamen, während ihr ein Ausweichmanöver vollführt, während ihr zielt. Und dadurch bekommt ihr einen richtig fetten Geschwindigkeitsboost und könnt damit so absurde Distanzen überbrücken, wenn ihr eben beide Cyberwares miteinander kombiniert. Wie ihr schnell an die 50.000 Credits kommt, dazu habe ich auch schon mal ein eigenes Video gemacht, ist jetzt oben rechts für euch in der Infokarte verlinkt. Der Dosentrick funktioniert zum Glück auch immer noch nach Patch 1.05, aber kann natürlich sein, dass der irgendwann gefixt wird. Dazu wird aber auch bald wieder ein Folgevideo kommen, wie ihr noch schnell an Credits kommen könnt und noch schneller an noch mehr. Ja, und was ihr dafür drücken müsst, damit das Ganze funktioniert, ist recht simpel, erfordert aber auf jeden Fall Übung. Ihr müsst erst einmal zielen und dann ein Ausweichmanöver vollführen auf der PlayStation wäre das zum Beispiel L2 zu drücken, gedrückt zu halten, dann Doppelkreis für das Ausweichmanöver, dann L2 wieder loslassen und dann nochmal schnell ein Ausweichmanöver, während ihr quasi in der ersten Zeitlupe noch seid. Und dann macht ihr den Doppelsprung. Und das heißt, dass ihr quasi erstmal Kerensikov ausnutzt und dann den Doppelsprung und dadurch fliegt ihr halt wirklich unfassbar weit teilweise. So, also nochmal L2, Doppelkreis, L2 loslassen, Doppelkreis, XX. Für die PlayStation. Für alle Konsolen und alle Plattformen gilt, zielen, gedrückt halten, dann ausweichen, zielen wieder loslassen und dann nochmal ausweichen und dann den Doppelsprung. Okay? Das müsst ihr halt wirklich erstmal auf offener Straße eine Weile üben und dann kommt ihr hier hoch zu Vs Apartment, vom Aufzug einfach nach rechts, vorbei am Waffenladen, vorbei am Boxring und stur geradeaus und dann diese Treppe hier nach oben, bis ihr zu einem Aufzug gelangt und da müssen wir dann hochspringen. Also nochmal gezeigt, vom normalen Aufzug bei Vs Apartment, wenn ihr hier hochfahrt, einfach stur nach rechts und dann eben nochmal die Biegung hier nehmen und hier die Treppe hoch. Und dann wollen wir hier eben mit dem Doppelsprung hochgelangen. Kann man glaube ich auch mit dem normalen Sprung, aber Doppelsprung brauchen wir für den ganzen Weg auf jeden Fall noch, spätestens um hier hochzukommen. Und dann wollt ihr eben nochmal auf dieses Geländer hier hoch und hier einfach noch so hochlaufen, wie es eben nur möglich ist. Und dann speichert ihr am besten schon mal, denn der nächste Sprung kann schon tödlich enden. Dafür brauchen wir nämlich die Verbindung aus Kerensikov, nämlich um hier auf dieses Metallgitter zu gelangen. Und das ist nicht so einfach. Also, immer nachdem ihr einen dieser Sprünge jetzt geschafft habt, am besten einen Speicherstand anlegen. Geht auf der PS5 recht schnell, wundert euch nicht. Das geht wirklich super fix, anders als auf der PS4. Und jetzt L2 oder sagen wir einfach mal zielen gedrückt halten, dann ausweichen. Zielen wieder loslassen, ausweichen und dann den Doppelsprung. Und ja, deswegen haben wir gespeichert, weil es eben durchaus mal sein kann, dass ihr zu weit fliegt, dass ihr vom Winkel es so blöd erwischt, dass ihr irgendwie gegen eine Wand knallt und deswegen abgeprallt werdet. Aber in der Regel schafft ihr es beim ersten oder zweiten Versuch hier hoch. Müsst wie gesagt nur üben, wie das mit dem Kerensikov richtig funktioniert. Aber an sich, wenn ihr es einmal drauf habt, dann kommt ihr hier eigentlich recht easy hoch. Der nächste Sprung allerdings ist um einiges kniffliger. Da habe ich ungelogen 20 Versuche für gebraucht. Und hier sind so drei Etagen direkt übereinander. Ihr könnt, wenn ihr ganz unten seid, vom Metallgitter aus mit einem normalen Doppelsprung auf die höhere Etage gelangen und von dort aus sogar nochmal höher, wenn ihr mit einem Doppelsprung quasi erstmal nach hinten und dann wieder nach vorne springt. Also mit dem ersten Sprung nach hinten springen, mit dem zweiten Sprung wieder nach vorne, damit ihr eben auch noch ganz nach oben gelangt. Müsst ihr nicht unbedingt, ihr könnt auch von ganz unten vom Metallgitter hier hoch. Ihr wollt nämlich auf dieses Konstrukt hier und am besten irgendwo von irgendeinem dieser Boxen abgefangen werden. Könnt ihr auch, wie gesagt, von ganz unten machen. Von ganz oben habt ihr aber bessere Chancen. So, und dann wollt ihr euch ganz einfach hier hocharbeiten, indem ihr mit dem Doppelsprung hier arbeitet und erstmal aufs Metallgitter gelangt und dann hier auf diesen Lüfter. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr beim Metallgitter ein bisschen weiter nach hinten lauft, denn ihr habt hier ein bisschen Platz und dann hier auf den Lüfter hoch
und dann hier auf die Kante. Und dann seid ihr hier auf dem Dach und hier auf jeden Fall erst einmal speichern. Das hier war meiner Ansicht nach schon der schwerste Teil von dieser gesamten Sprungsequenz. Aber es kommen noch ein paar Sprünge. Die sind wie gesagt meiner Ansicht nach leichter. Kann aber auch sein, dass ihr euch noch schwerer tun werdet. So, wir wollen jetzt erstmal hier rüber. Das ist meiner Ansicht nach ein ziemlich einfacher Sprung, wenn ihr das mit dem Kerenzikopf drauf habt. Wie gesagt, zielen, gedrückt halten, doppelt ausweichen, beziehungsweise halt ausweichen mit dieser Doppelfunktion der Taste. Dann wieder zielen loslassen, nochmal ausweichen und dann diesen Doppelsprung. So, dann als nächstes wollen wir hier auf dieses orangene Gitter hoch. Erst einmal, dieser erste Sprung ist recht simpel, aber dieser zweite ist wieder ziemlich knifflig. Wie ihr seht, ich bin wieder nach hinten gesprungen und dann wieder nach vorne, habe quasi den Doppelsprung ausgenutzt, um ja eigentlich einen unmöglichen Sprung zu machen. Aber dann, wenn ihr hier oben seid, könnt ihr ganz einfach durch diese Metallstrebe hier durch und seht euch gegenüber von diesem Schild hier. Und wenn wir einfach nur auf die andere Seite wollen würden, wäre das ja ziemlich einfach. Wir wollen aber nochmal eins höher. Oben rechts seht ihr nämlich dieses Metallgitter da, was so gespannt ist, und da wollen wir hoch. Also erst einmal aufhören zu ducken, denn ducken muss man sich, um auf die erste Strebe dazu kommen. Und dann, ja, dann wird es echt knapp. Das ist ein kniffliger Sprung, muss man auch 3-4 Mal machen, aber ich finde den einfacher, als von diesen Boxen abgefangen zu werden. Aber wie gesagt, speichern nach jedem einzelnen Sprung. Ich habe hier nur mal die Waffe gewechselt, um euch zu zeigen, dass es absolut egal ist, ob ihr Mantis-Klingen verwendet, ob ihr Nahkampfwaffen verwendet oder Fernkampfwaffen. Einfach nur damit zielen, dann Ausweichmanöver, zielen wieder loslassen, um quasi dieses Ausweichmanöver zu canceln. Dann direkt noch ein Ausweichmanöver hinterher, womit ihr den Geschwindigkeitsboost bekommt. Und mit dem Doppelsprung bekommt ihr dann die Höhe da drauf. So, und hier wird es ein bisschen glitchy, ihr merkt es schon. Dieser Boden hier ist ja nicht mehr stabil, ihr fallt einfach durch. Wollt ihr aber auch, denn wenn ihr euch umdreht, dann könnt ihr zu dieser orangenen Wand hier laufen. Und ab jetzt wird es ein bisschen crazy. Keine Sorge, wir befinden uns immer noch im Spiel, aber gleichzeitig auch außerhalb vom Gebäude. Ja, jetzt wird es ein bisschen crazy. Wir springen hier nämlich durch diese Wand durch. Geht ganz einfach. Kann man wirklich direkt durchspringen. Ja, und ihr merkt es schon, wir sind auf einmal draußen. Und hier sind ganz, ganz viele Autos unterwegs. Das sind alle Autos vom Spiel, die einfach mal schon vorgerendert sind. Absolut crazy, dass das wirklich so vom Spiel vorberechnet ist. Aber ja, das sind glaube ich nur 2D-Modelle, damit es nicht ganz so performance-hungrig ist, aber trotzdem ziemlich beeindruckend, sowas mal zu sehen. Wollen wir also runter und dann einmal außen rum ums Gebäude laufen. Und sobald sich das Spiel wieder einigermaßen stabilisiert, seid ihr auf der richtigen Seite. Wir wollen dann nämlich von hier gleich auf die geheime Villa runterspringen. Das wird sehr spannend sein und ich werde euch gleich noch beweisen, dass das tatsächlich Wies Villa ist. So, ihr merkt schon, langsam kommen hier wieder einige Gebäude ins Bild. Sowieso ziemlich beeindruckend, hier ganz oben zu sein und den Ausblick auf die Stadt zu genießen. Auch hier ganz oben könnt ihr natürlich nochmal speichern, denn hier gibt es auch nochmal den ein oder anderen Sprung, der für euren Tod sorgen kann. Hier wollt ihr allerdings, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt die Sprungfunktion benutzen, sondern hier nur noch rüberfliegen quasi auf dieses Dach. Also das hier unten, dieser Grasfläche, ist schon das Ziel. Das hier ist das Dach der Villa, wo wir jetzt erstmal hinwollen. Und zwar, wie gesagt, dann wieder mit dem Ausweichmanöver. Das zieht ein bisschen was an Leben ab. Ihr könnt euch abfangen, indem ihr hier vorher noch, bevor ihr ankommt, einen Doppelsprung macht, damit die Höhe nicht ganz so hoch ist. Aber normalerweise überlebt ihr das, wenn ihr mehr als, keine Ahnung, 150 Leben habt, locker. Halt euch dann wieder hoch. Keine Ahnung, warum ich hier gerade an dieser Kante festgebackt bin und Schaden genommen habe. Aber gut, so. Hier könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch abfangen mit einem Doppelsprung. Aber wenn ihr hier auch über 150 Leben habt, gar kein Problem. Könnt ihr eigentlich auch runterknallen lassen. Wirklich, zieht wie viel ab? 215? Ja, zieht gerade mal irgendwie 60 Leben ab. Und dann seid ihr hier schon unten bei Wies Villa. Und damit habt ihr es geschafft. Es wird noch ein bisschen knifflig hier runterzukommen, zeige ich euch gleich auch noch. Aber hier könnt ihr euch dann erstmal in aller Ruhe umgucken. Das ist wie gesagt die Villa, die man normalerweise erst mit dem Ende eines Spielstandes erreicht. Mit einem ganz bestimmten Ende auch nur. Ihr könnt aber auch einfach ein paar todesmutige Sprünge vollführen und euch hier selber hocharbeiten. Finde ich wirklich super spannend, dass sowas geht, und diese Sprungmechanik macht mir wirklich extrem viel Spaß. Deswegen wollte ich sie euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und damit könnt ihr auch außerhalb von diesem Apartment sehr viel Spaß noch haben. Ihr seid teilweise schneller unterwegs als mit einem Auto. So, also hier erstmal umgeguckt. Ihr könnt nicht mit so viel interagieren mit dem Fernseher hier, den könnt ihr anschalten. Aber ansonsten sind zwei Räume besonders interessant. Einmal das Schlafzimmer oben und einmal der Raum hier neben der Küche. Überhaupt sieht das Ganze super stylisch natürlich aus. Aber richtig interessant wird hier diese Waffenkammer. Da haben wir nämlich
erstmal diesen fetten Waffenschrank und dann noch eine Jacke daneben. Und das hier ist natürlich die Jacke vom Cover. Die Kopie von Johnnys Samurai-Jacke. Mega mäßig. Also wenn ihr schon so rumlaufen wollt wie auf dem Cover, könnt ihr euch diese Jacke jetzt gönnen. Ihr könnt alles hier einfach so mitnehmen. Es macht gar nichts fürs Spiel. Ihr könnt danach trotzdem noch dieses Ende natürlich freischalten. Aber falls ihr die Sachen jetzt schon haben wollt, dann bedient euch ruhig. Nehmt die Sachen mit, vor allem natürlich Johnnys Samurai-Jacke. Könnt ihr auch noch aufwerten und ein bisschen besser machen. Die ist jetzt von der Rüstung nicht allzu beeindruckend. Aber wie gesagt, hier oben beim Schlafzimmer erwarten euch noch weitere Sachen. Und spätestens hier wird klar, okay, das ist wirklich Vies Apartment. Es gibt nämlich hier die teuren Klamotten von Vies. Vies goldbesetzte Sneaker und Hose und das geile T-Shirt. Kann ich hier leider noch nicht anziehen, weil es Mindestlevel 20 erfordert. Ich bin, glaube ich, 18 oder 19 oder sowas. Hab bis jetzt die Story ziemlich außen vor gelassen und einfach nur Spaß mit der Welt gehabt. Und ich nehme es natürlich trotzdem mit. Mach das auf jeden Fall. Denn das ist ein Klamottenset, das ziemlich gut zusammenpasst und auch von den Werten nicht so schlecht ist. Zumindest sieht das optisch ziemlich cool aus. Und spätestens, wenn es Transmog gibt, könnt ihr eure coole Rüstung dann in diese wieder umwandeln. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt ihr denn eigentlich hier noch runter? Und wie könnt ihr mit diesen ganzen Sachen weiterspielen? Das ist gar nicht mal so einfach, aber zunächst einmal möchte ich euch zeigen, dass ich einfach mal einen riesigen Geschwindigkeitsboost erreicht, wenn ihr einfach nur an dieser Reling langlauft. Und ihr könnt tatsächlich sogar hier einmal außen rumgehen und hier könnt ihr sogar eine Stelle entdecken, wo ihr normal mit Doppelsprung einfach so runterkommen könnt. Aber es geht noch einfacher. Wenn ihr nämlich slidet, seid ihr immun von Fallschaden. Ihr müsst also einfach nur laufen und dann ein Ausweichmanöver vollführen, also die Doppeltaste ausweichen und dann slidet ihr einfach so auf den Grund und Boden zu. Ihr müsst dann allerdings sehr, sehr schnell nochmal aufstehen, also nochmal Kreis drücken auf der PlayStation zum Beispiel, damit ihr wieder aufsteht und damit ihr nicht ins Unendliche slidet, denn sobald ihr beim Sliden gegen irgendeinen Gegenstand stoßt, sterbt ihr. Nochmal von vorne, also schnell laufen und sliden und sobald ihr am Boden seid, schnell wieder aufstehen. Zack, das war's schon. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendwann gefixt werden, aber wenn dieses Slide-Manöver, dass man keinen Fallschaden nimmt, irgendwann gefixt wird, dann ist spätestens auch der Weg zur Villa gefixt. Von dem her ist alles zusammen und ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht und ihr probiert es mal aus und schreibt mir dann von euren Erlebnissen. Ja, ich würde mich an der Stelle erstmal verabschieden. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Kartoffel, Kartoffelkönig. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.